In diesem Fall müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben es wieder mit einer relativ gefährlichen Sache zu tun. Gefährlich in Anführungsstrichen. Und zwar, hier wird eine Lücke entstehen. Bei xl gleich 2, ne? Aber wird das eine Lücke sein oder was wird da passieren? Da müssen wir uns vorher nochmal mit ein paar kleinen Rechenbeispielen klar machen, was da passiert. Ach so, ich werde den Graphenverlauf hier, das geht jetzt in hellerem Blau weiter. Jetzt setzen wir mal ganz einfach ein paar Werte ein. Und zwar f von 1, dann heißt das 2 durch 1 minus 2. Bedeutet, ergibt 2 durch 1 minus 2 ist? Minus 2, ne? Okay. Setzen wir mal 0 ein. Dann ergibt das 2 durch 0 minus 2 ergibt? Minus 1, genau. Setzen wir mal minus 1 ein. Dann ergibt das 2 durch minus 1 minus 2 ist gleich minus 2 Drittel. Hm. Setzen wir mal minus 5 ein. Jetzt drehen wir ein bisschen am Rad. 2 durch minus 5 minus 2 ergibt minus 2 Siebtel. Merkt ihr was? Wertmäßig wird das Biest immer kleiner. Aber von wo nach wo läuft da denn der Graph? Solche Dinge, die muss man sich vorher überlegen. Ihr werdet da eine gewisse Routine drin bekommen. Achtung, das ist keine Lücke, aber hier ist es ein bisschen gefährlich an der Stelle. Also das heißt, bei 2 wird es spannend. Aber wo läuft der Graph hin? Das ist das Verrückte. Gucken wir uns mal die 1 an. Bei 1 ergibt sich minus 2. Minus 1, minus 2. Das war f von 1, der Punkt. Bei 0 ergibt sich minus 1. Also x0 ergibt minus 1. Bei f von minus 1 ergibt sich minus 2 Drittel. Also hier. Bei minus 5, 2, 3, 4, 5, ergibt sich 2 Siebtel. Ziemlich wenig. So, jetzt sollte man, Moment, ich mache mal kurz Pause. So, wir haben hier mal eine 8-Werte-Tabelle gebildet. Ich habe das extra mal so hingeschrieben. Wir setzen mal verschiedene Werte für x ein. Also f von x wäre 1, f von 1 ist demzufolge und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir mal den Graphenverlauf nachgebildet und wir haben auch uns mal dieser sozusagen verschobenen y-Achse angenähert, wertmäßig, und haben mal unten, haben mal f von 1,75 gebildet. Das ist knapp an der gefährlichen Stelle, wo die 2 ist. Ne? Das ist also keine echte Lücke, das stimmt nicht. Lücke wäre nur eine ganz kurze Unterbrechung des Graphenverlaufes. Hier nähern wir uns asymptotisch dieser Asymptote, die durch x gleich 2 geht. Denn hier haben wir schon minus 8 raus und das wird immer so weitergehen. Umgekehrt, nach links gesehen, im negativen Bereich, wird die x-Achse wahrscheinlich nie berührt werden. Jetzt wische ich das mal weg, denn das ist relativ eindeutig. Und wir machen uns jetzt mal Gedanken schnell, was passiert, wenn ich über die 2 hinausgehe, also f von und so weiter und so fort. Dazu mache ich nochmal eine Pause. Ich empfehle jedem, der das mal ausprobieren will zu Hause, selber so eine Art Wertekette zu bilden. So, jetzt haben wir das gemacht. Wir haben also ein paar Werte gebildet. Erstmal relativ knapp an der 2, an dieser gefährlichen Stelle, ne, an der asymptotischen Stelle. Und dann haben wir verschiedene Werte rausgekriegt, haben die mal eingezeichnet und verbunden. Und ja, das würde so funktionieren. Jetzt mal eine Kontrollfrage. Wie müsste die Funktion lauten, ich mache es mal in Rot, wie müsste f von x lauten, damit ich diesen Verlauf hinbekomme? Und hier diesen. Wie müsste die lauten? Ja, genau. Bei 1 zu x klappt das so. Dann würden wir durch die Punkte 1, 1 und minus 1, minus 1 kommen. Ne? Kann man ganz einfach einsetzen, dann weiß man das. Wie sähe der Graph aus? Den machen wir jetzt in lila. F von x soll, wie sähe die Funktion aus? Die so läuft. Jetzt habe ich hier eine Asymptote und die würde dann in diesem Fall so laufen hier. Moment.
Naja, genau. Die Asymptote, die sehen wir hier unten, die können wir hier unten sofort ablesen und können sagen, bei 1 ist Schluss, da geht das Ding irgendwo hin. Und in diesem Fall, diese 2, die lässt darauf hin schließen. Kann man noch genauer machen, kann man machen, weise ich auf ein anderes Video hin, haben wir öfter noch gemacht. Wir kommen